So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück bei Lufia 2 Rise of the Sinnersword. Im letzten Part haben wir Tarika vor den Erdbeben gerettet und den Fisch besiegt und Tyr hat sich uns angeschlossen. Und deshalb machen wir jetzt erstmal ein paar Kämpfchen wieder hier. Ich habe nicht gelevelt, also ist alles beim Alten. Sie zieht immer noch nichts ab, ruft Verstärkung. Oh Gott. This is not good. Bam, 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 bam. Top. Nochmal Verstärkung. Why not? Was immerhin. Bibabu, bibabu, bibu. So. Damit haben wir schon mal zwei weg. Wenn jetzt nochmal verstärkt rufen, nervt's. Gut. Nehmen wir den auseinander und den und dann können wir eventuell in der nächsten Runde sind. So. Ihr habt gerade gesehen, wir gehen unten in einen kleinen Wald rein. Da holen wir uns was ganz Besonderes. Oh Gott. Werdet ihr gleich sehen. Lasst euch überraschen. Reicht das? Ja. 70 Erfahrung ist schon mal ordentlich. So. Hier haben wir ein kleines Wäldchen. Wunderbar. Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das kämpfen, an das ihr glaubt. Tut ihr das? Blöde Frage. Ich verstehe. Dann stellt euch vor die Quelle. Es ist der heilige Platz des Kapselmonsters Bumi. Wenn ihr eingerechnet Kampf wird, dann wird Fugen sich gerne anschließen. Und jetzt. Und jetzt. Kommt etwas, das ist. Ui. Ein Schaumtiefen. Fumi akzeptiert dich. Pass gut auf ihn auf, er wird ein treuer Begleiter sein. Bam. Badi, 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 bum. Fumi schließt sich an. Gib Fumi einen Namen. Ja, ich habe mir schon was überlegt. Ich werde die Kapselmonster, nach ein paar LP-Kollegen von mir benennen. Wir fangen an mit. Wir haben ja leider nur fünf Buchstaben, deswegen ist es kurz. Rapid. Fumi ist Rapid. Ja, was sind Kapselmonster? Ganz einfach, Kapselmonster sind Helfer, wie ihr seht, die uns im Kampf unterstützen. Fumi ist so. Wir haben hier verschiedene. Es gibt insgesamt drei, sieben. Fumi ist quasi so die Allzweckwaffe. Hier können wir den füttern. Wenn die Leiste voll ist, entwickelt er sich wie so ein Pokémon quasi, nur durch Fütterung. Wie gesagt, er ist so die Allzweckwaffe. Er ist so von allem etwas und einer, wie ich persönlich finde, besten Kapselmonster. Wir finden später noch andere. Einige mehr gut, eine andere gut. Das Einzige, was wir nicht machen, wir können Fumi nicht steuern. Er handelt selbstständig. Eigentlich kein großes Problem. So, nächste Stadt. Lunaria, Bibambidum. Wir gehen in den Shop rein. Hallo. Baubibum. Alles, was das Herz begehrt. Jo, was haben wir denn? Waren interessieren uns. Waffen. Das wird teuer. Wir haben nicht mal annähernd die Kohle. Boah, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mal. Wäre ich Dingens gewesen, hätte ich nochmal gelevelt. Egal, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Wir brauchen die Kohle jetzt noch nicht. Wir haben hier irgendwo, glaube ich, noch etwas Interessantes. Ich weiß nicht wo, egal. Wir gehen erstmal speichern. Babi-bam. Bidam, bidam, bi-bum, bim-bum. Nehmen wir mal auf den dritten Spielstand, genau. Falls irgendwas mit der Aufnahme fehlschickt. So. Leveln werden wir in dem Part nicht. Wir werden hier in dieses Schloss reingehen. Und mal Hallo sagen. Badababam. Um quasi unsere nächste Sidequest zu beginnen. Oder als Sidequest, richtiger Quest. Eure Majestät. Die Krone. Was ist das? Ich habe ja geahnt, dass dies eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert. Sie muss einfach echt sein. Die Frage ist, was ist die Krone, die der König aufhat? Warum sind da zwei Kronen? Aber gut, sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Hä? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Und wer ist das? Was du? Hallo, ich bin Bertie, der König der Diebe. Und ich bin Boris, sein Lehrling. Wer grüßt? Was? Wer seid ihr?
Ah, nicht bewegt. Ui, oh. Seht ihr diese kleine Bombe? Auf was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel! Logo, Betty! Gefährlich, gefährlich. Oh Mann. Zeigt sie ihnen, aber aufgepasst, jetzt kommt der Superwanz. Jetzt los. 3, 2, 1. What? Wurde nichts getan. Top. Top-Banditen. Ups, es sollte. Ich habe keine Ahnung, Betty. Was machst du da, Boris? Boom! Tot. Und er rennt erstmal, kommt durch die Wand wieder in den Raum, das ist so geil. Und die gucken einfach nur, anstatt dass sie die Krone schnappen oder die schnappen, gucken die einfach nur zu, das ist so geil. Ich bin verwirrt. Wo bin ich hier? Ich habe heute meinen großen Teil. Ich lasse mal was laufen. Oh je, jetzt ist mir nur ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Und weg, der eine rennt wieder durch die Wand raus. Und macht er? Schwupp. Und wie sie einfach stehen bleiben, das ist zu geil. Das ist ja unglaublich. Tut doch etwas, niemand darf davon erfahren. Wir wollen mal sehen. Tja, was machen wir? Blöde Frage. Wir rennen natürlich hinterher und ich weiß auch schon, wo wir die Krone finden. Dadurch gehen wir einfach durch diese Seitentür. Die Treppe runter. Die Treppe runter. Und hier durch. Bist du in Ordnung? Zwei Typen. Die Bombe. Hat jemand eine Bombe nach dir geworfen? Nein, die Bombe ging hoch, bevor ich sie werfen konnte. Splitter streift mich. Ich war kurz ohnmächtig. Doch, wie konnte sie diese Explosion überleben? Wir gehen jetzt hier rein. So, hier sind wir im Kerker. Und hier holen wir uns jetzt die Krone zurück. Hallo. Als das Parterre der Burg nicht mehr genutzt wurde, erschienen die Dämonen dort. Verstehe. Sind dir denn noch zwei Leute euer aufgefallen? Nun, ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen. Aber ja, ich glaube, ich hatte etwas gehört. Badabam. Badi, den nehmen wir natürlich mal mit. Oh, das ist ganz böse. Alter, und Fumi kriegt die volle Breitseite ab. So, Schmerzwurm. Oh Gott, und die kriegen wir nicht mal annähernd kaputt. Das wird ein langer Kampf. Vor allen Dingen der aber der Fumi-Schlag hilft uns. Ja, die hauen Fumi kaputt. Wenn er nicht flüchtet, hauen sie jetzt kaputt. Ja, guck mal, dritter Angriff. Vierter Angriff. Boah, der lebt immer noch. Wahnsinn. So, machen wir mal so. Reicht nicht! Ja, und Rapid flüchtet. So, und jetzt wird's böse. Also würde mich nicht wundern, wenn die jetzt Tier ausnocken werden, weil jetzt habe ich ein Problem. Scheiße. Oh, das ist ganz, ganz badass. So, und wir machen das. Ja, geht nicht anders. Wir müssen uns ja heilen. So, erster kaputt. Stark. Bling, 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 bling. Gut, so, aber ist. Müssen wir uns jetzt nicht halten. Doppelte Angriff auf den. Hoffentlich kriegen wir ihn kaputt. Yes. Badadida. Und das Schlimme ist, das sind noch nicht mal die schlimmsten Gegner hier drin. Hier gibt es noch welche, die sind. Boah, die sind echt uncool. Komm, haut's um. Reicht nicht. Uncool. Oh, ist das böse, ey. Angriff. Jock. Und jetzt hoffe ich, dass hier den umhaut. Oh, yes. Ich würde sagen, vorschlagen, nach dem Part werde ich offscreen doch ein bisschen leveln und mir mal die Waffen besorgen, weil ohne ist das so uncool. So, hier haben wir ja schon mal einen Gegner. Der ist nicht schön. So. Aber den werden wir mit... Oder werden wir den mitnehmen? Ne, werden wir nicht mitnehmen. Bibu, bibu, bibum. Wupp. Ganz simples Rätsel. Schieb, 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 schieb. Das Pferd können wir nicht umgehen. So, das sind schon mal Gegner jetzt. Oh, mit dem Adler. Der Adler ist aber gefährlicher, deswegen nehmen wir den zuerst auseinander. Gut. Pferd kann auch eine ganz eklige Attacke, die ist echt uncool. Ich weiß nicht, wie die heißt. Der steht nur auf drei Beinen, das ist ganz amüsant. So, den zweiten Adler knocken wir auch noch direkt aus. Jock, weg. Gut, so, jetzt müsste das Pferd, glaube ich, den Angriff von Fumi nicht mehr überleben.
Außer Fumi flüchtet jetzt. Oder Rapid, Entschuldigung, ist ja Rapid. Top. Sehr gut, 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 sehr gut. Die Bombe. Ein neues Item für hier können wir wechseln. Damit können wir, ich glaube, die explodiert nach 5 Schritten, wie ihr seht. Bumm. Kann uns keinen Schaden zufügen, aber dann können wir Wände zertrümmern. Also auch nur die zertrümmert werden können, ne? Ist ja logisch, so ein Pferd nehmen wir mit. Und bitte keine Überraschungsangriff, danke. Knallpferd heißt das. Crit, 31. Wow, was für ein Crit. Hat vielleicht 2 KP mehr abgezogen. Da, da, ratatatat. Ratatatat. Oh, ich glaube, das dürfte das Pferd nicht mal überleben, oder? Doch, aber Tia macht's kaputt, oder? Komm, Tia. Baby, yes! Fumischlag! Viel geiler wäre es, wenn es jetzt der Rapid-Schlag wäre. So, damit ist das Pferd auch kaputt. Woo. Und tschüss! Bappi, 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 bani, bappi, 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 bade, bade, bumm. Hier haben wir die Wand. Hört sich alles gleich an, also daran sieht man es. Man sieht es wirklich nur optisch. Boom, offen. So. Oh, jetzt müssen wir gucken, hier haben wir es ein bisschen kompliziert. Oh, nochmal 2 Knallpferde, das ist eklig. Oh, wir kriegen den Adler nicht kaputt. Oh, Leute. Oh, aber immerhin das Pferd. Gott, 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 Gott. Goody, goody, good, good. Da, di, da, di, dan. Run. Sehr gut. Fumi, mach's kaputt. Yes. Bam, bim, bam. Mich wurde aufgestuft. Sehr nice. Da ist ein Frosch. Da haben wir einen Schalter. Bum, 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 bum. Okay. Okay, 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 okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Den Frosch nehmen wir definitiv mit. Danke. Kommt zu Papa Moskito, ist das ungefährlichere Viech, weil der, glaube ich, mittlerweile gar nichts mehr abzieht. Aber dürfte das ganz zügig gehen. Gut, Moskito vergiftet auch nicht. Umso besser. Kaputt und weg. So gehört sich das. Tada! Jetzt muss ich aber gucken, da unten ist die Vase für die Rück, aber ich gucke mal erstmal, was es hier noch so gibt. Da kommen wir noch nicht hin, dann brauchen wir den Enterhaken. Da weiß ich gar nicht, wie ich da hinkomme. Kein Plan. Strike down. Nein, es reicht nicht. Oh, immer diese Schadensunterschiede, ne? Die sind so nervig. Das dürfte reichen, ja. Gut. Da, 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 dann, dann. Aber ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Ich werde offscreen leveln, weil das der Dungeon wird sehr lange dauern und später kommen noch ganz ungemütliche Gegner. Deswegen verabschiede ich mich für diesen Part. Ich werde ein bisschen leveln. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.